tief durchatmen und zweiter Teil von Vanish. Und wenn ich das jetzt schaffe, bin ich froh. Ich glaube, den Witz habe ich im ersten Teil schon mal gemacht. Okay, mir fällt nichts Besseres ein, Leute. Aber das Wortspiel ist auch schon wieder so gut. Das können wir mal recyceln und deswegen habe ich es jetzt nochmal gemacht. Ne? Wenn ich wüsste, was mir hier bevorsteht... Ja. wenn ich schaffen würde... Okay, ich höre schon auf. Ist ja gut. Nehmen wir das Spiel mal mit dem notwendigen Ernst, sammeln jetzt diesen blöden Schlüssel ein und haben noch das große Glück zum Ausgang zu geraten bekommen. Ach Gott, was rede ich wieder? Was? Das haben wir noch nicht gelesen. Dammit, Hank, did you piss down here? Was? Hast du hier irgendwas riecht? Sag mir nochmal, warum wir keine Taschenlampen mitgebracht haben. Diese bescheuerten Glowsticks halten nicht lange. Geschrieben von deinem besten Ex-Freund Phil. Phil Taylor. Ah ne, Phil Taylor. Ja stimmt, Phil Taylor. Ich wollte gerade sagen. Phil Taylor, der Dartspieler. Ich habe den gerade mit Tim Taylor verwechselt, dem Heimwerkerkönig. Aber das ist ja wieder ein anderer. So, was steht hier? I'm not sure, I'm getting a static on the radio. Also irgendwas statisches Geräusch im Funk. Okay. Oh Gottes Willen, was nun? Ich war schon so zuversichtlich im ersten Teil. Ich habe einer dieser Räume gefunden. Aber leider war da kein Schlüssel, sondern nur so ein doofer Glowstick. Ich habe einen der Räume gefunden und ich habe den Ausgang gefunden. Also normalerweise der Ausgang, wo man raus hätte gehen können. Ist er das auch? Hallo? Hallo? Oh. Rennt der mir jetzt entgegen? Das wäre nicht sehr schön. Ja, der Ausgang, den haben wir gefunden. Nur dummerweise waren wir nicht im Besitz eines Schlüssels im ersten Part. Sonst wäre ich wirklich der absolute King gewesen und hätte das Ding im ersten Part geschafft. Wäre das nicht geil gewesen? Aber so bekommt ihr noch einen zweiten Teil von diesem schönen Gruselspaß serviert. Und vielleicht auch noch einen dritten und einen vierten und einen 589. Je nachdem, wie lange es dauert. Oh, da scheint ein Raum zu sein, Freunde. Und da liegt was am Boden. Schlüssel? Nein, Glowsticks. Verdammt nochmal. So, ich drücke mal F, um einen zu benutzen. Warum funktioniert es nicht? Ach, jetzt. Ja, das bringt ja jetzt so richtig viel. Wahnsinn. Was liegt denn da unten? Oh, hallo? Was? Wie? Hank, Hank, listen, I saw it. I think it was listening for me. Ich glaube, es hört mich. It just charged at me. I just ran. Don't let it hear you. Lass es dich nicht hören. Stimmt! Das habe ich noch vergessen zu erwähnen. Diese Viecher hier, die können uns nicht sehen, aber die können uns hören. Für alle, die sich jetzt gewundert haben, warum... das Vieh direkt vor uns stand, vorhin im ersten Part, aber uns nicht angegriffen hat. So wie jetzt auch, da vorne ist es nämlich. Wir sollten ganz leise nach hinten gehen. Die sind blind, können uns nicht sehen, die armen Schweine. Aber sie können uns hören, das heißt, wir sollten nicht rennen, wenn wir in deren Nähe sind. Hallo? What the fuck? Aber... ja, wenn wir zu laut rennen... passiert jetzt ganz schnell, dass sie hinter uns her sind und uns das Knick brechen tun werden. Und uns zum Frühstück verspeisen. Denn wir schmecken ja so gut. Ach, Freunde. Oh, nicht schon wieder. Wer ist ein Idiot? Habe ich noch einen Glowstick? Hab ich noch? Nee, ich hab keinen. Doch, ich hab noch einen. Die bringen gar nichts, die Dinger. Es wird kein bisschen heller als vorher.
Ich glaube auch nicht, dass die sonst eine besondere Wirkung haben, dass die vielleicht diese Monster abwehren. Hör auf damit. Kann ich mir nicht vorstellen. Also, diese Glowsticks sind wirklich shitty, wie es der Hank in seiner Notiz auch schon treffend gesagt hat. Warum ist das die Steuerung plötzlich so träge? Ist das Absicht? Bekommen wir langsam Wahnvorstellungen? Oh, schon wieder so einer. Hallo, tschüss. Also nicht euch tschüss, nicht wegschalten. Es geht noch weiter. Ich habe dem Monster tschüss gesagt. Bevor es irgendwie auf die doofe Idee kommt, uns zu verfolgen. Im ersten Part waren wir natürlich in einer richtig blöden Situation. Also bitte! Scheiß Rohr! Wir waren in einer Sackgasse gefangen und zack, waren wir tot. Was steht hier? Oh. Left, right, left, right, left, left, oh Gott, oh Gott. Left, 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 left. Also links, 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 links und ein paar Mal rechts. Lieber Hank, du redest wie immer Schwachsinn. Also es bringt in diesem Spiel nichts, sich irgendwelche Wegkombinationen zu merken. Wie gesagt, das Labyrinth erstellt sich während des Spielens permanent neu. Oh, was ist das? Ah, ein Scheinwerfer. Super. Ich hätte lieber mal einen Schlüssel, so zur Abwechslung. Ach nee, schon wieder so ein Depp. Das ist ziemlich frustrierend, das Spiel. Gehen wir halt mal geradeaus. Ist ja doch verkehrt. Oh Gott. Rechts! Also für den Sound, Respekt, der ist gruselig. Da läuft uns doch mal einige Schauer über den Rücken. Nee, wir gehen dann mal geradeaus weiter. Links wäre zwar schön, aber ich möchte nicht die Bekanntschaft von diesem komischen Typ schließen. Denn wir wissen, oh, ein Raum! Ein Raum, ein Raum, ein Raum, ein Raum, ein Raum. Oh, kann ich hier durch? Ja, ducken, durch. Lass es den Schlüssel sein, lass es den Schlüssel sein. Bitte, 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 lass hier den Schlüssel sein. Da liegt was, da liegt was. Keys picked up. Leck mich am Arsch, wie geil. Ui, fuck, 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 Doppelfuck. Ich weiß, ich sag zu oft fuck. Aber es ist eine natürliche Reaktion. Zum einen, wenn ich mich erschrecke und zum anderen, wenn ich Hoffnung habe, vielleicht... Oh, fuck. Schon wieder. Entschuldigung. Wenn ich Hoffnung habe, eventuell dem Ende dieses Horrors entgegenzuwandeln. Und ich weiß nicht, Markiplier hat, glaube ich, schon 8 oder 9 Teile von diesem Spiel aufgezeichnet und hat die Nerven verloren. Der ist am Ende seiner Kraft am Schluss und hat es immer noch nicht geschafft. Und wenn mir kleinem Licht jetzt gelingen würde, in 2 Parts das durchzuschaffen, gegen den riesen YouTuber hier mit 2 Millionen Abonnenten plus, das wäre doch mal der absolute Hammer hier, Leute. Das würde ich mir auf die Fahne schreiben. Fuck, 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 fuck. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, sind wir immer noch in die Arme gelaufen, oh Mann. Das war kurz vorm Tod eben. Aber sowas von kurz. Oh Gott, meine Nerviatur. Ein Zettel. It ist ein Scheiße, verdammt. Oh Gott, sind das mehrere? Ich war bisher der Meinung, es gibt nur ein Monster. Wenn aber jetzt eins hinter uns ist und eins uns entgegenkommt, wäre das nicht sehr nett. Bitte, 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 lass hier keins sein. Bitte, bitte, bitte. Das ist nett. It listens. Ich weiß, dass es hören kann. Das heißt, wir sollten nicht unbedingt so... Wie? Oh fuck, bin ich erschrocken.
Gott, das war ja ohne jede Vorwarnung! Ihr Schweine, ihr Blöden! Okay, es geht also weiter mit diesem Scheiß. Danke fürs Zuschauen. Ich gehe mich jetzt trockenlegen. Tschüss.